das ist wirklich beeindruckend, weil das muss man erstmal schaffen, Menschen eine halbe Stunde lang wirklich auch dazu zu ermutigen, durchgehend zuzuhören. Also es war wirklich ein toller roter Faden, fand es richtig gut. Ja, ich freue mich total, dass ich heute Abend hier zu Ihnen sprechen darf, zu dem Thema Markenmacht. Wer war beim letzten Mal schon dabei? Wow, das war das Thema Digitalisierung, gell? Mhm. Ja, und ich habe vorhin schon mal gefragt, ist ein Eintracht-Fans hier? Es ist gerade das Spiel gegen Lüttich, ist vor einer halben Stunde angestoßen worden und ich spreche es deswegen an, um mich kurz vorzustellen. Roman Benischke, Geschäftsführer von Mediatools, wir sind seit 20 Jahren auf dem Markt und seit 3 Jahren die Agentur von der Eintracht Frankfurt und haben der in einer sehr schwierigen Situation durch unsere Arbeit, Markenarbeit, Kampagnenarbeit quasi, so sagen es die Medien zumindest, Aufschub, Auftrieb gegeben. Die Eintracht, die war entzweit, die Marke Eintracht war entzweit. Und wir haben eine Kampagne gestartet und das ist so gut gewesen, dass wir von dem Rat für Formgebung in Berlin nominiert wurden für die beste Agenturarbeit im Thema Marken und Kampagnen für die Eintracht. Und ja, das ist der Preis German Brand Award Gold. Damals war der Kovac noch bei der Eintracht. Jetzt stelle ich mal die Frage an Sie. Wir sind ja alle vom Marketing MTP. Was ist Marke? Was ist Marke? Bitte. Ja? Das sind so Repräsentationen. Repräsentation. Bitte. Wiedererkennungswert auf allen Kanälen. Bitte. Produkt, was mit Emotionen verbunden ist. Mit Emotionen verbunden, sehr. Vollprofis hier. Bitte. Vielleicht noch was zu Loyalität. Loyalität? Ja, das ist cool, Loyalität. Also eine Verbindung. Sehr gut. Verbundenheit. Was noch? Was ist eine Marke? Bitte. Qualität auch. Qualität? Sehr gut. Also Wert. Schauen wir mal. Na? Okay, es war einfach. Weiter. Sehr gut. Kennen Sie das? Tempo. Gattungsbegriff, maximaler Markenwert. Rigips. Sellerswasser. Tempo. Bitte? Zewa. Okay. Ja. Die Dinge ändern sich. Und ich habe es mal hier mitgebracht. Die besten globalen Marken 2018 in einem Ranking. Und worum es mir geht, dass Sie sehen, dass die Marke sowohl für Business to Business als auch für Business to Consumer sehr wichtig ist. Und wenn man es jetzt mal schaut, wie weltweit gerade aufgestellt sind vom Markenwert her, allein oben Amazon in dem seit letzten Jahr hat sich der Wert, Markenwert um 52% erhöht. Was ist nun eine Marke? Wir sind ja hier jetzt an der Universität. Und da gibt es natürlich auch Definitionen dazu, Marke gleich Werte. Wir haben es ja eben schon gehört, es sind bestimmte Beziehungen, Qualität, Verbundenheit. Die Wissenschaft sagt, in turbulenten Zeiten globaler Krisen mit Informationsüberflutung vermitteln uns Markenbotschaften Basiswerte wie Qualität, Verantwortung, Ehrlichkeit und Berechenbarkeit. Kurz gesagt, sie geben Orientierung und schaffen Vertrauen und bieten Sicherheit. Ihre Symbole verheißen Welten, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt. Markenbotschaften existieren in der Psyche des Konsumenten
als ein fest verankertes Vorstellungsbild, dass wir von einem Unternehmen, einem Produkt oder einer Dienstleistung haben. Und das ist halt von mir, das ist halt vom Markenpapst, vom Professor Esch. Ich sage, Markenbotschaften sind Zündfunken im Hirn des Konsumenten. Schauen wir mal nach, wo kommt denn das eigentlich her? Woher kommen die Marken? Wo ist der Gründungsmythos? Wo hat denn das angefangen? 2500 vor Christus ging es los. Beim Bau der Cheops-Pyramiden wurden über 2 Millionen Steine gebraucht, diese Felsquader. Und das wurde natürlich in verschiedenste Steinbrüche in der nahen Umgebung, in fernen Ländern quasi verteilt. Dort hatten die Steinmetze den Auftrag, den Felsquader mit einer Markierung zu versehen, damit der Baumeister vor Ort, wenn die Felsquader kamen, auf dem Landweg oder Wasserweg, entscheiden konnte anhand der Markierung, schlechte Steine nach innen, gute Steine nach außen. Als Vorläufer der Marke gilt die Markierung, ein Qualitätsmerkmal. Deutlich später in der Ming-Dynastie, die haben die Handwerker und die Künstler angefangen, ihre Werke zu kennzeichnen, um sie unverwechselbar und einzigartig zu machen, zu kennzeichnen. Ich kenne das Zeichen. Und genau diesen Wert, diesen Wert funktioniert heute noch genauso. Es ist halt die Geburtsstunde gewesen der Alleinstellung am Markt und heute löst es genau das Gleiche aus wie damals, wenn man dann so etwas besitzt. Pure Glücksgefühl. Hallo! BWLer oder Musik? Oh, okay, dann passt es ja perfekt. Es gibt an den amerikanischen Universitäten eine Tradition, die heißt die Last Lecture. Da werden die Professoren angehalten, ob sie ihre Last Lecture halten. Das heißt, das Wissen, die Weisheit ihres Lebens in einer Vorlesung. Und das ist meistens dann eine große Ehre und das, wenn das dann jemand macht, dann wird das auch übertragen in andere Universitäten, weil es so wertvoll ist. Und ich habe heute eben mich so darauf vorbereitet, Ihnen mitzubringen, aus meiner Sicht, von meinem Wissen her, was zum Thema Marke und Markenmacht das Wichtigste ist in einer Präsentation. Customer Value, den Wert eines Unternehmens bzw. Produktes aus Sicht des Kunden. Kundensicht ist entscheidend. Weiß jemand, wer das ist? Schon mal gehört? Was hat er gemacht? Jetzt nicht die Glühbirne, das war der Edison. James Watt erfand den Begriff der Pferdestärken, PS, um den Grubenbesitzern in England eine Vorstellung von der Leistungsfähigkeit seiner Dampfmaschine zu geben. 2 PS. Er erfand den Begriff der Pferdestärken, um den Grubenbesitzern eine Vorstellung der Leistungsfähigkeit der Dampfmaschine zu geben. Plus, muss nicht fressen, muss nicht gemistet werden, wird nicht krank, stirbt nicht irgendwann. Daher kommt der Begriff 2 PS, Pferdestärke. Und habe ich das mitgebracht aus unserer Arbeit, den Nutzen aus Sicht des Kunden. Es ist ein Kunde, die Firma Borg, das ist eine sehr große Spedition. Vielleicht haben Sie selbst schon mal den einen oder anderen LKW gesehen auf der Straße. Da war ich eigentlich wegen einem anderen Projekt eingeladen von der Geschäftsleitung und die Chefin, die Frau Borg, hat gefragt, Herr Benischke, wir haben jetzt auch ein anderes Projekt, wir wollen hier ein paar Motivkampagnen machen zu unserem Thema, arbeiten mit einer Agentur und das würde ich Ihnen gerne mal zeigen, mal Ihre Meinung hören. Und sage ich, ja, kann ich mir gerne mal anschauen. Und da hat sie mir das gezeigt und da war das quasi eine Bildmontage mit Tieren, eine Schlange und der Führerhaus, Führerhaus von einem LKW quasi auf den Kopf montiert. Fototechnisch gut gemacht. Und dann stand dabei flexibel. Das zweite war ein Gepard, der gerannt ist. Und der Kopf war auch quasi ein aufmontierter Borg-LKW-Führerhaus. Und dann stand dabei schnell. Und dann eine Fledermaus, war das dritte Bild. War auch wieder der Kopf drauf montiert. Ein Führerhaus von dem LKW. Nachtaktiv. Da hat sie mich gefragt, was meinen Sie denn? Sage ich ganz ehrlich, die Schlange ist ein Bürger. Die Fledermaus ist ein Blutsauger und der Gepard ist ein Raubtier. Oh Gott, was können wir tun? Wir brauchen das in 2 Wochen. Da habe ich gesagt, okay, dann lassen Sie uns mal mit unseren Kreativen zusammensetzen. Wir machen mal ein paar Ideen. Und das ist bei rausgekommen, den Nutzen aus Sicht des Kunden, sind wir gerade, und haben eine fotorealistische Bildserie entwickelt, quasi für den Kalender.
der in der ganzen Branche, das ist übrigens ein Original-Formel-1-Bild, vorher war hier der Ferrari, mit Bildrechten natürlich alles. Die LKWs haben wir digital gebaut, 3D-Modell, und dann in die jeweiligen Realsituationen eingepflegt. Das ist ein Bild von Peru, hier vorne, das ist von der LAN, haben wir geschossen, haben das zusammengesetzt, die ganze Brücke ist auch digital gebaut. Das war der Knaller, das war dann auch auf der Verbandszeitung von dem Deutschen Speditionsverband. Und sehr charmant, und das wollte der Großvater haben, das war der erste LKW übrigens. Und hier das ist ein original Mondbild, auch hier sieht man noch das Kreuz vom Objektiv, und die Erde war vorher da hinten, das haben wir auch rüber montiert. Ja, als Beispiel, wie wir aus den Nutzen aus Sicht des Kunden neu interpretieren und das charmant machen, und das war eben so in der Branche so ein Erfolg, das ging sogar hoch bis in die Daimler Chefetage. Den Nutzen aus Sicht des Kunden. Nächster Punkt. Vertrauen. Das höchste Gut in einer Markenbeziehung oder in jeder Beziehung übrigens. Und Sie haben es ja vorhin auch gesagt, Verbundenheit, sind wir wieder beim Thema. Schon mal gehört? Made in Germany? Wer hat es schon mal gehört? Wer weiß, wo es herkommt? Ah, war es schon? Bitte. Von den Briten kam das, nach dem Ersten Weltkrieg, um Made in Germany runterzuwerten, die Marke. Ja. Genau, quasi als Warnung, dass man das nicht kaufen sollte, wie wenn wir irgendwo Made in China draufstehen, dass vielleicht darauf hinweisen kann, dass die Qualität gar nicht so hoch ist. Alle richtig. Also nach dem Ersten Weltkrieg haben das die Alliierten quasi in die Welt gebracht, um deutsche Güter und Dienstleistungen, gab es noch nicht so viel, zu brandmarken, zu denunzieren. Als Bestrafung für die vergangene Zeit. Aber aufgrund der Qualität, Gründlichkeit und den tollen Produkten ging der Schuss nach hinten los. Denn es wurde, und es ist jetzt wieder, es war mal abgelöst, wieder weltweit quasi die höchste Markenbezeichnung, bedeutendste Markenbezeichnung in diesem ganzen Sektor. Made in Germany. War eigentlich gedacht, um die deutschen Güter zu brandmarken. Aber die Qualität hat sich durchgesetzt und so wurde es zu einem Qualitätsbegriff. Loyalität, Qualität. Made in Germany. Paradigmenwechsel, der Wertewandel in unserer Gesellschaft. Wir haben es ja vorhin in der wissenschaftlichen Beschreibung schon, wurde das ja angedeutet, in den immer schnelllebigeren Zeiten mit immer mehr Informationsüberflutung und Verunsicherung. Die Zukunft ist unsicher. Geldwährung unsicher. Arbeitsplätze unsicher. Staaten unsicher. Eine Krise der Werte. Nichts mehr ist garantiert. Zu meiner Zeit noch, ist man früher in die Ausbildung gegangen, hat dann angefangen zu arbeiten, hat ein Leben lang dann irgendwie das gemacht, das Haus finanziert, die Familie und so. Der Job war ein Leben lang da, heute nichts mehr ist garantiert. Darum geht es auch bei den Marken darum, der Gesellschaft das zu geben, denn die hat eine latente Suche, Sehnsucht in der Gesellschaft nach dem Heiligen Gral. Das sind nämlich die Dinge, die uns wichtig sind in Beziehungen, nämlich Ehrlichkeit. Beständigkeit, Wahrhaftigkeit, Authentizität, Sicherheit, Zuverlässigkeit. Denn das sind alles Basiswerte für Vertrauen und eben dann eben auch für eine Markenbeziehung, auch in jeder Beziehung. Und gerade heute in Ihrer Generation, wo über Social Media jede Fehlinformation, wenn sie enttarnt ist, sofort verbreitet ist, sind diese Werte noch wichtiger, dass sie auch nicht nur irgendwo da drauf geschrieben werden, sondern dass sie wahrhaftig sind, dass es gelebt wird. Paradigmenwechsel, die Wissenschaft, zitiere ich jetzt wieder, Wertewandel in der Gesellschaft. Durch den Wertewandel sind Marken heute wichtiger denn je. Denn nicht zuletzt, weil wir zu der Zeit eine Rückbesinnung auf Basiswerte wie Qualität,
Verantwortung, Ehrlichkeit und Berechenbarkeit erleben. Eine der wesentlichen Funktionen der Marke in unserer Zeit ist also, Vertrauen zu schaffen. Ja? Und damit Verbrauchern Orientierung zu geben in einer Welt, die immer unübersichtlicher wird. Früher war Geiz geil. Heute lieben wir Lebensmittel. Vorstellungen bestimmen unser Verhalten. Das ist ein weltbekannter Test. Da wurden Probanden verschiedene Cola-Sorten mit verschlossenen Augen serviert. Und die sollten dann rausschmecken, was die bestschmeckendste Cola ist. Und in der überwiegenden Mehrheit war es die Pepsi-Cola. Dann hat man denen zu erkennen gegeben, wo die normale ist, und haben die ihre Entscheidung verändert und haben Coca-Cola gewählt. Und aus diesem Test heraus ist damals, das wissen Sie halt nicht mehr, in den 70er Jahren, das war dann die Weltmarktkampagne, macht den Pepsi-Test. Darauf haben die eine komplette Weltfilm-TV-Werbespot-Kampagne aufgebaut. Coca-Cola hat dann versucht, großer Fehler nachzumischen, um dem Geschmack näher zu kommen, hat dann die Stammwähler dadurch sehr verärgert, die haben protestiert und dann haben sie wieder zurückgemischt und dann kam die weltweite Kampagne Coca-Cola, das Original. Aufgrund von diesem Test. Vorstellungen bestimmen unser Verhalten. Wir haben für Nestlé eine Kampagne gemacht zum Kaffee Nescafé. Da waren wir ein Jahr unterwegs in deutschen Städten, Kaffee Nescafé Lokale zu vermarkten und haben da eine Studie noch kennengelernt. Und es macht einen Unterschied, ob ich den Kaffee aus den Harald Schmidt Humpen, aus dem dünnwandigen Porzellantasse oder aus dem Plastikbecher trinke. Unsere Vorstellungsbilder und Emotionen zur Marke überlagern den Geschmack des Produkts. Markenmacht. Wirkung und Wahrnehmung. Ein Beispiel. Woran denken Sie? Okay, manche sagen noch Triumphbogen. Okay, aber Beispiel. Ich habe Fußballklub im Gedanken. Genau. Diese unverwechselbaren Assoziationen sind in unseren Köpfen mit dem Namen der Stadt fest verankert. Nach dem gleichen Schema lösen Markennamen oder Markenzeichen Gefühle und Verhaltensabsichten in uns aus. Marken sind die neuen Götter, Apple und Co. lassen grüßen. Wer an Markenprodukte denkt oder sie betrachtet, regt das Belohnungszentrum im Gehirn an. Daraufhin schüttet das Nervensystem Botenstoffe wie Serotonin und Dopamin aus, die Glücksgefühle hervorrufen. Und noch mehr, Marken aktivieren die gleichen Hirnareale, wie das Denken an religiöse Symbole oder an Gott, also übergeordnete Glaubenswerte. Markenmacht. Gut, viel Gelächter und Emotionen und Leidenschaft und Liebe fürs Produkt. Keine Pause, oder? Aber für Unternehmen sind ihre Markenwerte auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Wer ist BWLer? Ah, fast alle. Sehr wichtig. Schauen wir doch mal. Erstens, bei börsennotierten Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich kann der Wert einer Marke über 60% des Börsenwertes ausmachen. 60%. Allein nur der Markenwert, nicht die Substanz. Shareholder Value. Nächstes. Premium-Marken ermöglichen dem Anbieter, höhere Preise zu verlangen, ohne beim Konsumenten in Misskredit zu geraten. Abgrenzung. Kommen neue Produkte unter dem Schutz einer bekannten Marke auf den Markt, haben sie es leichter, sich dort zu positionieren. Vertrauensvorschuss. Viertens, eine starke Marke unterscheidet das Produkt von den Angeboten des Wettbewerbs, bildet dem Konsumenten Vorlieben aus und fördert die Kaufentscheidung. Differenzierung.
Es muss eine Marke sein, um mit gewissen Unternehmensbotschaften, zum Beispiel im Bereich der Nachhaltigkeit, überhaupt gehört zu werden, Aufmerksamkeit. Und heute das Wichtigste, nicht das Wichtigste, aber ein sehr wichtiger Aspekt, Fachkräftemarketing, 50% von dem, was wir tun bei uns in der Agentur, ist Fachkräftemarketing, Auszubildenden, Recruiting, Studium plus Studenten, duales Studium, Recruiting von großen Unternehmen in Mittelhessen. Machen viel für in Marburg für Pharma, CSL, Fachkräfte, Auszubildende, Social Media Kampagnen, Bewegtbildkampagnen, weil es darum geht, gute Mitarbeiter zu finden, ist die Arbeitgebermarke, also die Unternehmenswerte, enorm wichtig. Identifikation. Und wie gesagt, das muss nicht nur da irgendwo draufstehen, sondern es muss halt auch gelebt werden. Oder es sollte gelebt werden. Markenidentität. Nächster Punkt. Erfolgreiche Markenführung durch Kontinuität. Welche Marken? Marlboro und Campbell. Ich habe am Montag aufgehört zu rauchen. Aufgehört zu rauchen? Glückwunsch. Warum? Kein Bock mehr. Also, wie aufgehört? Ich habe nicht mehr geraucht. Gut. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ich mir auch. Genau, diese Kontinuität geht es hier auch, wenn man jetzt mal guckt, so die Schachtelpackung des Produktes. Gehen wir mal zu Camel. Kontinuität in der Markenführung. Camel, 60er, 70er, 80er, 90er. Was willst du mehr? A Walk a Mile for Camel, das kenne ich noch. Camel lässt man nicht rumliegen, das war eine furchtbare Kampagne, Camel Shop. Camel. Kontinuität? Gucken wir mal bei Marlboro. Ever. Absolute Kontinuität, natürlich wechselt auch ein bisschen der Stil, aber im Großen und Ganzen hohe Wiedererkennung, Identifikation. Wofür steht Marlboro, wofür steht Camel? Marlboro, Freiheit, Unabhängigkeit, Individualität. Camel? Kontinuität. Nächster Punkt. Interkulturelle Kompetenz. Werte im internationalen Vergleich. Kommt zwar aus einer anderen Ecke, aber ich finde es so wichtig, weil ja viele von Ihnen mal in internationalen Unternehmen, vielleicht im Marketing arbeiten. Da gibt es eine Studie, die hat die Volkswirtschaften verglichen nach ihrem Wertesystem. Und ich habe jetzt mal von den drei aus meiner Sicht wichtigsten, um es einfach und schnell und klar zu machen, mal mitgebracht. Und zwar in der Wertehierarchie Platz 1 in der USA ist die Freiheit. China, Platz 1 in der Wertehierarchie ist die Zugehörigkeit und in Arabien die Familiensicherheit. In den drei Volkswirtschaften, nur auf die gucken wir jetzt mal, Platz 1, Wertehierarchie Freiheit, in China Zugehörigkeit, Arabien Familiensicherheit. Platz 2 in der Hierarchie in der USA, in Amerika, ist die Unabhängigkeit, in China die Gruppenharmonie, in den Arabien die Familienharmonie. Und Platz 3, Wertehierarchie, USA, internationale Studie, die Individualität, in China der Gruppenkonsens und in Arabien die Autorität. Das heißt, Freiheit, Unabhängigkeit und Individualität in USA, Zugehörigkeit, Gruppenharmonie, Gruppenkonsens in China und in Arabien die Familiensicherheit, Familienharmonie und Autorität. Das bedeutet, im Wertekern im Einzelnen zählt in Amerika der Einzelne mit individuell freier Entfaltung, in China das Kollektiv mit obrigkeitsorientiertem Verhalten und in Arabien die Familie mit immanenter Autoritätenhierarchie. Deswegen fliegt uns die Welt um die Ohren. Andere Glaubenssätze. Und wenn Sie jetzt eine Kampagne entwickeln für irgendein Produkt oder je nachdem, Konsumgüter oder Industrie, unterschiedlich natürlich auch, könnte es sein, dass Sie in Arabien und in China eine völlig andere Strategie aufsetzen müssen, sollten. Aber darum fliegt uns die Welt um die Ohren, das NLP,
Neurolinguist, Programmierung. Wir glauben, das ist richtig und die haben eine Fehlannahme. In der Rabbin, die glauben, dass dies ist richtig und wir haben eine Fehlannahme. Und weil das jetzt so global schön vermischt wird überall, haben wir den Salat. Okay. Deutschland, ich habe jetzt was mitgebracht. Und zwar Einzug in die deutsche Kultur. Das ist jetzt von der Organisation Werbetreibende im Markenverband. Unsterbliche Kampagnen internationaler Unternehmen. Schauen wir mal. Da waren Sie, glaube ich, noch gar nicht geboren. Damals AOL, Boris Becker, ja, bin ich schon drin. Drei Wettertaft. Wer hat es erfunden? Das kennen Sie wahrscheinlich. Wegen dem Plakat gab es viele Autounfälle bei Großplakaten an Stadteinfahrtsstraßen in Italien, überall. George. Sixt. Damals noch eBay. 321 Mainz. Heute hat es schon gewandelt, die Marke. Ein Ein für alles. Und immer die S-Klasse von Mercedes, der Monolith im urbanen Kontext. Immer. Finde ich cool, dass sie jetzt das alles aufbrechen, mit diesem ganzen Schlankheitsideal. Zalando. Wer ist Kunde? Ehrlich? Die Hälfte? Und Schwein? Funktioniert? Nee. Scheiße, passt nicht. Online gestellt, kleine Frage hier an die Ökonomen. Was ist ökonomisch oder ökologisch sinnvoller? Dass sie alle in die Stadt fahren zum Einkaufen, zum Schuh oder dass ein Lieferant ausfährt und die Schuhe liefert? Muss mal drüber nachdenken. Und dann alle nochmal abholen geht. Sehr geil. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Helmut Schmidt. Sehr, sehr geil. Fand ich nicht so stark, denkt im Kopf, diese Kiste. Das war 1999. Heute. Social Media. Große Herausforderungen für Unternehmen. Die sozialen Medien haben zur größten soziokulturellen Veränderung unserer Gesellschaft seit dem Siegeszug des Internets geführt. Sie haben das geschafft, dass jeder Marketingverantwortliche, jeder PR-Experte oder Vertriebschef zu erreichen versucht. Zeit und Aufmerksamkeit. Zeit und Aufmerksamkeit. Die knappste Ressource, die Sie heute in der Kommunikation haben. Und ich bedanke mich jetzt bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, freue mich noch auf ein paar Fragen. Ich hoffe, es hat gefallen. Dankeschön. Bitte. Es gibt ja viele Wege, wie man jetzt eine Marke neu erfindet, bekannt macht. Wie implementiert man generell eine neue Marke? Das ist eine hohe Kunst. Also da gibt es ja ganz viele Überlegungen. Erstens, wer ist die Zielgruppe? Mhm. Wo hält sich deren Aufmerksamkeit auf? Also wo wären die Touchpoints? Junge Leute wie Sie werde ich wahrscheinlich mit einer Zeitung schwierig erreichen. Ja. Wir sind ja Customer Experience Agency, also Kundenerlebnisse gestalten. Und im ersten Step würde ich gucken, was sind denn unsere Unternehmenswerte oder Produktwerte aus Sicht des Kunden? Kommt noch jemand? Würde schauen, okay, die und die Werte, in welchem Kontext kann man die unheimlich emotional und leidenschaftlich erlebbar machen? So dass es immer dem Kunden einen Nutzen stiftet. Dann eine gute Agentur suchen natürlich. Und heute
in alle Kanäle reingehen, gerade über die Social-Media-Kanäle kann man sehr gut testen. Das heißt, ich fange mit einer Kampagne an, auch von mir aus mit bestimmten Motiven oder Botschaften und kann in einer kurzen Zeit mit einem relativ kleinen Budget erstmal testen, wer reagiert wie und kann dann quasi das immer weiter automatisieren und verfeinern. Und deswegen gibt es ja diese ganzen Social-Media-Plattformen von Facebook über Instagram, aber gerade dann LinkedIn oder Xing, wo die Leute ihr komplettes berufliches Profil sogar preisgeben. Also wenn wir eine Kampagne machen, die auf Facebook läuft und wird ein Werbebudget eingesetzt, kostet ein Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige von mir aus 6 Cent. Das gleiche auf LinkedIn kostet 1,50 Euro, wenn einer auf die Werbung klickt. Weil einfach der ja sein komplettes Profil abbildet, also somit einen viel höheren, qualifizierteren Kontakt habe. Und das muss man testen, ausprobieren, aber so würde ich da rangehen. Bitte. Wie seid ihr eigentlich an diese Musik gekommen, den Werbespot für die Tische? Weil es ist ja eigentlich auch recht wichtig, dass man so bekannte Musik nutzt, die eventuell Produktionen weg, von daher interessiert mich das. Ja. Es ist ja auch so bekannte Musik und bestimmt ist auch schwer, diese Rechte ranzukommen. Das stimmt, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also 50% macht auch die Emotionalität über den Sound aus und I feel good. Brown. Über die Jahre ist es einfacher geworden, weil immer mehr Bewegtbild und immer mehr Bewegtbildwerbung eingesetzt wird. Und da gibt es halt eben dann, es gibt zwei verschiedene Verwertungsrechte. Es gibt Aufführung und Vervielfältigung. Wenn ich jetzt einen Titel, der bei der GEMA quasi dann zuzuordnen ist. Und hier haben wir dann im Auftrag des Kunden da Kontakt aufgenommen und konnten dann für ein relatives Budget halt für diesen Zweck den Musiktitel verwerten. Wir haben jetzt hier für einen anderen Kunden, für Rot Energie, haben wir zum Jubiläum einen Imagefilm gemacht und dazu auch einen Mitarbeiterstatement-Film und da haben wir auch von einem tollen Ibiza-Sound-Label, so chillig halt, total Verbundenheit, auch eingekauft, was normal auf CDs verkauft wird oder jetzt eben auf den Online-Kanälen. Streaming-Diensten und das waren dann nachher, keine Ahnung, ein paar tausend Euro und man konnte das nutzen. Wichtiger Punkt, danke. Bitte. Auch noch eine Frage zu eurem Produkt von der Eintracht. Ja. Ich glaube, das war im zweiten Teil von dem Video. Es waren ja ganz viele Produkte aufgelistet, die ihr vermutlich ändern wolltet. Oder gemacht, alles neu. Habt ihr das auch alles komplett? Weil das war ja das Gewerbesprojekt. Ja. Alles abgesetzt. Ja, komplett. Alle Kanäle, auch die klassischen Sachen. Bitte. Ich würde Marke macht immer als positiv beschreiben, also gerade im Aspekt der Wiedererkennung. Also ich ziehe mir direkt zum Kopf, dass ja das nicht immer von Vorteil sein kann, gerade wenn eine Marke negativ belastet ist. Wie Nestle zum Beispiel. Wie was zum Beispiel? Nestle. Nestle? Ja. Da musste ich denken, als ich das mit der Situation angesprochen habe. Ja, das ist halt so, aber die Nestle sind ja durch dieses Thema, durch diesen Wandel jetzt, dass sie weltweit ja dabei sind, das Thema Wasser zu vermarkten oder zu besetzen. Und durch diese Öffentlichkeit hat die Marke gelitten, weil früher war Nestle, als ich klein war noch, die Ausrichtung von denen der Küchenhelfer für die Mutter. Also alles, was ihr hilft an Soßenbinder und an diese Sachen, Bratenfonds und Gewürze und diese Dinge. Und das hat sich jetzt in den Jahren verändert. Ja klar, und da ist es sehr, sehr schwierig, wenn man so eine negative Markenbesetzung hat, da da irgendwas dagegen zu steuern, einfach nur aus der Strategie heraus reicht nicht. Das heißt, es muss authentisch im Unternehmen sich verändern. Und die, die das machen und die dafür stehen, die müssen die Haltung ändern und das muss sich glaubwürdig erlebbar machen irgendwie. Ja. Weitere Fragen? Bitte. Thema Loyalität. Mir kommt jetzt spontan in den Kopf beim Thema Loyalität, wenn man jetzt dran denkt, ich meine, die meisten von uns haben Führerschein, vielleicht schon ein Auto.
es ist ja oft früher so gewesen, man hat das Auto gefahren, was die Eltern gefahren haben, also die Marke jetzt, sage ich mal. Heutzutage, ich habe das letztens mal gelesen, ist es nur noch bei 5% der Fall. Und auch gerade bei uns Jüngeren ist es so, dass wir sehr oft die Marke wechseln. Ob das jetzt beim Auto ist, beim Handy, du wechselst von iPhone auf Samsung auf Huawei, beim Auto von VW auf Audi, auf Mercedes, auf Ford, wie auch immer. Ja. Loyalität bei einer Marke heutzutage geht es, glaube ich, viel über den Preis, oder? Oder Angebot halt, je nachdem. Ne? Also die Vergleichbarkeit ist halt jetzt einfach viel größer. Die Transparenz. Genau. Und der Wettbewerb ist viel größer. Also die Auswahl und die Dinge sind auch viel näher bei zusammengerückt. Und wie oft haben Sie schon Ihr Smartphone gewechselt? Haben Sie schon mal gewechselt? Alle 2 Jahre. Weil? Besseres Angebot, ehrlich gesagt. Preis? Ja. Okay. Ganz klar. Ja. Ja. Umso schwieriger ist es halt eben das, was wir zu Beginn ja hatten. Diese Verbundenheit, Emotionalität dazu, dass es für mich eine Bedeutung hat, ein besonderer Wert. Marke gleich Werte. Nutzen aus Sicht des Kunden. Punkt. Ja. Und das ist halt eine große Herausforderung. Gerade heute in dieser, ich habe es ja eingangs gesagt, Reizüberflutung, Informationsüberflutung, Fake, Social Proof, das habe ich letzte Mal hier an der Tafel gemacht, wie Apple als PC-Firma, Nokia als Handy-Weltmarktführer vom Marktgewicht hat. Nicht wie Nokia komplett die ganze Zielgruppe targetiert hat, sondern Apple hat die Early Adopter, die ersten 15% targetiert. Die haben es dann gehabt und sind mit rumgelaufen. Und dann hat es die Early Mass gesehen, wie ich zum Beispiel. Der kauft das, wenn er das 10 Mal gesehen hat. Early Adopter bei mir, mein Partner in der Firma, der hat das iPhone, der ist ein Early Adopter, hat immer so Sachen immer als Erster. Dann haben wir es alle bei ihm gesehen. Dann hat es meine Schwester bei mir gesehen, das ist die Late Mass. Und dann zum Schluss noch der Schwager, der Last Follower. Der ist erst, der wird noch Telefone kaufen mit Wählscheiben, wenn es sie geben würde. Aber über dieses clevere Zielgruppenstrategie, Social Proof, voll auf die Early Adopter mit diesen Keynote-Events, wo die Leute Eintritt gezahlt haben für $400, damit sie das iPhone verkauft bekommen, haben sie sich nur auf die konzentriert und haben über diesen Prozess Nokia vom Markt gefegt, den Platz Hirsch. So viel zum Thema Strategie. Können wir auch gerne mal, wenn das gewünscht ist, eine Folgevorlesung machen, weil da, wo man auch was zusammen erarbeiten kann, um da mal zu gucken, wie die Mechanismen sind und wie ich Wirkung und Wahrnehmung dann quasi einsetzen kann. Okay, noch Fragen? Bitte. Ich würde gerne was über Ihr Unternehmen wissen. Kümmern Sie sich nur um, also sozusagen, Sie möchten Vertriebler oder Unternehmen ansprechen, sozusagen, diese Tische sprechen jetzt nicht unbedingt den Verbraucher an, sondern Firmen oder... Den Händler. Genau, den Händler, genau, mhm. Richtig. Machen Sie das nur oder kümmern Sie sich auch für Kunden oder also sozusagen den Verbraucher, den Otto-Normalverbraucher, ob es dann dafür auch Werbung oder... Ja, 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 also letztendlich, also wir machen ja Markenerlebnisse für Produkte B2B wie der Tisch, Konsumenten, für Personenmarken, wir haben jetzt eine sehr international erfolgreiche Coaching, die trainiert Lufthansa-Piloten bzw. die Flight Officers und die Bundespolizei in bestimmten Handlungssituationen richtig und verhaltenssicher zu arbeiten. Und da haben wir dann auch dann eine Personenmarke entwickelt. Und immer wieder die Herangehensweise, den Nutzen aus Sicht des Kunden. Die Frage, die Zielfrage ist immer, wie müsste es sein, dass es maximal wertvoll ist? Wie müssten Sie sein im Job, damit Sie maximal wertvoll sind für einen Arbeitgeber oder für irgendjemand? Wie müsste es sein? Start with the end in mind. Machen wir da mal Strategie.
wenn Sie möchten. Ich glaube, waren Sie das, dass die, Sie hatten doch mal Soft Skill und fachliche genau. Richtung und sozusagen wer Soft Skills genau. hat, ist auf der zweiten Stufe, obwohl fachlich nicht so Soft Skills sind wichtiger, aber wenn man beides hat, ist man ganz oben. Genau. Das war die Sozial. Genau, ja. Soll ich nochmal? Ich immer noch meiner Mutter sogar, wenn sie dann weil das mir hängen geblieben ist. Wollte ich es nochmal schnell machen? Wolltest du nochmal sehen, das Ding? Ich würde es gerne nochmal. Ja. Ja, zwei Minuten? Das war super interessant. Das waren die vier Stufen. Ne? Ja, genau. Start with the end in mind. Beginne. Beginne. Ja, genau. Wir ändern uns. Ein Paradigma, ein Denkmodell, um es zu vereinfachen. Sie sind alle hier, um sich Fachwissen anzueignen. Unsere Gesellschaft lässt sich jetzt mal grob in verschiedene Schichten wertfrei, aber mal einteilen. Okay? Ganz oben, Mitte, unten. Jemand, der oben ist, hat in der Regel viel Fachwissen und Sozialkompetenz. Jemand, der unten ist, wie gesagt, wertfrei, Paradigma, in der Regel wenig Fachwissen und leider auch wenig Sozialkompetenz. Jetzt gucken wir uns mal den mittleren Bereich an. Jemand muss nicht unbedingt das enorme Fachwissen haben, aber der erreicht die Leute, der kann ein Team organisieren, der kann den Kunden ansprechen, der kann den mitnehmen, der kann die Gruppe zusammenbringen. Dann gibt es welche, ich nenne es mal blöd, Fachidioten, kennt auch jeder, nimmt jeden Vertrag auseinander, kann dir alles erklären, verkauft aber nichts. Auch nicht sich selbst. Und das gibt es hier. Luxuslinie. Sozialkompetenz, also Fachwissen in einer Zeit, wo heute das ganze Wissen der Menschheit zur Verfügung steht. Da muss spezialisiert sein und sollte es auch sein und auch aus dem richtigen Grunde walk the talk, also lebst du das, was du willst und tust, um gut zu sein, musst du extra Meilen gehen. Und die machst du nur, wenn du eine besondere Motivation hast. Wir machen mal Motivatoren, warum tut jemand was? Sozialkompetenz ist aus meiner Sicht das Zukunftsskill in der heutigen Gesellschaft. Gerade für die Zukunft. Weil, ich habe es vorhin gesagt, früher hat man eine Ausbildung angefangen, ist dann irgendwo nach Frankfurt hingezogen oder Düsseldorf in einem Unternehmen, in der Bank zu arbeiten, Leben lang. Für Sie, no. Zu relativ geringen Transaktionskosten werden Sie Ihr Fähigkeitsbündel, das haben wir das letzte Mal auch gemacht, was sind Ihre Stärke, Ihre Einzigartigkeit, auf Plattformen für Projekte zur Verfügung stellen. Und danach wird das wieder aufgelöst und zu neuen Dingen verbunden. Deswegen war dieses das letzte Mal auch die Fähigkeitsbündel, ich nenne das Spannungsbilanz, also was haben Sie für eine Spannungsbilanz, wenn ich Sie dann frage, warum soll ich Sie einstellen? Ja. Kleiner Ausflug in die Sozialkompetenz. Noch Fragen? Schon länger wie geplant. Okay, dann nochmal vielen Dank. Sehr gerne.
fand den Vortrag herausragend. Mir hat vor allem dieser Hinweis bezüglich der Emotionalität, der Markenbindung sehr gefallen und gerne mehr. Was mich viel mehr beeindruckt hat, war tatsächlich der Vortrag und die Vortragsart, wie das Publikum mit eingebunden wird und auch, dass man ein bisschen wechselt zwischen ach, an die Tafel schreiben und dann mal wieder das im Hintergrund wegschalten. Das fand ich super beeindruckend. Vor allem bei dem Wissen einfach, was vermittelt wird und den alles in Kombination mit den Folien, eine super, super Präsentation, super spannend, das Thema Markenmacht. Also es macht wirklich, wirklich Spaß, dabei zu sein. Also durch den Vortrag habe ich jetzt zum Beispiel besser erkennen können, also was für eine Macht die Marken haben. Mit den Marken, also auch der Vergleich zwischen Marlboro und Camel. Also in meinem Freundeskreis beispielsweise, keiner raucht Camel. Woran liegt's? Ja. Und es war tatsächlich so, dass ich wirklich, also als der Gong kam, war ja eine halbe Stunde rum und ich habe zu keinem Zeitpunkt auch nur irgendwie gedacht, oh, es ist jetzt langweilig oder ich gucke auf mein Handy. Das ist wirklich beeindruckend, weil das muss man erstmal schaffen, Menschen eine halbe Stunde lang wirklich auch dazu zu ermutigen, durchgehend zuzuhören. Also es war wirklich ein toller roter Faden, fand es richtig gut. Sehr gerne.